ich liebe diesen Geruch. Ja, wir haben uns entschlossen, doch eine Folie reinzumachen. Weil wir hier diese krassen, sieht man das, diese krassen Höhlen haben und da das Wasser rausfließen würde. Ja. Aber das kriegen wir mit Lasso nicht hin. Nee. Und außerdem hält es so noch mal ein bisschen länger. Soll ja nicht nur ein Jahr oder zwei Jahre halten, sondern im besten Fall 100 Jahre. Genau. Jetzt müssen wir rausfinden, ob wir die einfach so irgendwie reinlegen und anpassen oder ob wir Streifen schneiden und die irgendwie festmachen. Na, schauen wir mal. Mal gucken. Jetzt legen wir sie erstmal rein. Sieht das nicht toll aus? Das sieht gut aus. Ich habe das Bedürfnis, darin zu baden. Ja, so ein bisschen schon, gell? So, jetzt können wir uns natürlich überlegen, dass wir hier diese Flächen hier entweder mit Sekundenkleber kleben oder Silikon. Dass es wirklich hier so eine Naht ist, dass das dicht ist. Mhm. Oder wir holen diese Teichfolie Bänder. So. Okay, das heißt, wir haben hier zwei so Nähte, oder? Ja, also genau. So hier. Hier. Genau, okay. Richtig. Ansonsten ist es rundherum dicht wie eine Badewanne. Also wenn wir jetzt Wasser reinkippen würde, würde es da wieder rauslaufen. Oder man bohrt da die Löcher, wo man dann die Wannen drunter macht. Das wäre auch noch eine Option. Aber es kann dann sein, dass es mit der Zeit irgendwann da drunter zieht, dann ist es eigentlich Quatsch. Also entweder mit Silikon, ist halt die Frage, wie gut das klebt, oder mit dieser Teichfolienkleber da. Mal gucken. Mal gucken. Aber jetzt zuerst noch mal fertig. Ein bisschen Karosseriedichtmasse habe ich noch. Werde ich nicht mehr brauchen. Ist wie Silikon, müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Es ist ein bisschen fester, aber es müsste eigentlich was rauskommen. Oh. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Also jetzt wirklich kaputt gemacht. Ja. Toll. Ich habe gar nicht festgedrückt. Toll. Dann würde ich mal sagen, dass die Karosseriedichtmasse schon fest ist. Oder so. Das ist mal rein, ja. Mein Herzbeet, schau mal, das sieht, das aussieht cool aus. Ja. Gut aus. So, gehört es dann dahin. Dann kommt hier Erde rein. Halt mal dran. Abgesägt. Ja. Gesehen. Und schau, wie da rumkommt. Klar, bitte. Nachdem, wo man es jetzt dann anhaben wollen. Das hält ja schon. Fast. Nicht schlecht. Das hält. Das sieht cool aus. Hier wird dann noch gerade gesägt. Und dann da festschrauben. Das sieht ja gut aus. Schon, oder? Noch eins, oder? Zwei noch. Ach, zwei sogar noch? Ja, ich habe drei rausgekriegt. Oh, krass. Aber wir hatten zwei geplant, oder? Genau, ja. Das war auch nicht schlecht. Ja. Cool. Ja, aber passt ja von der Höhe, genau. Ja, super. Cool. Cool, ne?
war das? Es war eigentlich im Prinzip hier so gerade und dann gerade runter. Ja. Ich habe hier das so schräg abgeschliffen, ja. Und diese Fuge, die war hier noch drauf gewesen, die habe ich auch weggenommen. Jetzt sieht das stylig aus. Ich habe das in dem Winkel von dem hier geschliffen. Sehr gut. Wollen wir noch anpinseln? Na, anpinseln. Fast. Genau, hier so die Ecken überall nochmal. Aber? Geil. Und Löcher. Und Löcher. Genau. Musst du da auch welche reinmachen? Habe ich auch schon überlegt. So vier Stück oder so kleine. Am coolsten wäre natürlich, wenn man es so macht, dass es dann da runter und dann da runter ja. und dann da rein. Ja. Das wäre natürlich sehe ich auch so. Ja. Genau, dann machen wir ein bisschen Kies dann da rein. Ja. Dann kommt Erde rein und kann da super geil Erdbeeren. Und dann hier noch die Abflusslöcher und dann gucken, was wir drunter stellen. Ja. Ah, und das hier noch festschrauben. Ja, das machst du noch. Ich glaube, du kannst auch das hier abschrauben. Das ist irgendwie. Ja. Fertig. Okay. Gut, dann ja, machen wir beim nächsten Mal weiter. Genau. Echt geil geworden. Ich klasse. Wie gekauft, oder? Es ist gekauft und selber gebaut. Aber echt was.